Mein Name ist Daniel Ballersdorfer. Ich bin der wissenschaftliche Leiter von dem Labor, in dem Ihre Genanalyse durchgeführt wurde. Und ich möchte mir etwas Zeit nehmen, um Ihnen das Analyseprogramm, das Sie bestellt haben, etwas genauer zu erklären. Und dazu würde ich jetzt einfach einen Demo-Bericht bei uns durchgehen. Sie können sich Ihren eigenen Bericht zur Hand nehmen und dann einfach abgleichen. Ich werde zu den einzelnen Bereichen etwas erklären und Sie können dann selbst schauen, was Ihr individuelles genetisches Ergebnis ist. Und das sollte dann sicher gehen, dass Sie auch die Ergebnisse richtig verstehen und das Programm auch richtig anwenden können. Gut, wir beginnen mit dieser Seite. Hier sehen Sie einfach, wann die Analyse bei uns im Labor eingetroffen ist, nach welchen Standards sie analysiert worden ist. Wir sind da sehr hoch medizinisch zertifiziert, also ISO 15189 ist die zutreffende Zertifizierung für die Gewichtsanalyse. Und Sie sehen auch meine Unterschrift, die die Freigabe der Analyseergebnisse bestätigt. So, und dann kommen wir zu der Seite der Genetik. Ich würde Ihnen vorschlagen, Sie den Bereich einmal aufmerksam durchlesen. Er erklärt genau, was Gene sind, wie sie unsere Gesundheit und unser Körpergewicht beeinflussen, was Genvariationen sind. Und es ist sicherlich nicht schlecht, wenn Sie das einmal durchgelesen haben. Ich erkläre noch einmal ganz kurz. Sie sehen hier, ich mache es etwas größer, der Körper besteht aus ungefähr 50 Billionen einzelner Zellen. Hier sehen Sie eine Zelle vergrößert. Und in jeder Zelle, also fast jede Zelle, gibt es einen Zellkern. Und da drinnen stecken die menschlichen Chromosome, diese X-Formen. Und ein Chromosom ist eigentlich nichts anderes als ein ganz eng zusammengewickelter Faden. Dieser Faden ist die DNA-Doppelhelix. Und da drinnen steckt der genetische Code. Wir sehen also hier A, T, G, A, C, G, G. Das ist der genetische Code. Das ist das Alphabet des Bauplans Ihres Körpers. Und jeder Mensch hat ungefähr 3,2 Milliarden solche Buchstaben in jeder einzelnen Zelle. Und das ist unglaublich viel Information. Also würde ich nur in der Geschwindigkeit das vorlesen, A, T, G, A, C, G, G, würde ich 100 Jahre brauchen, um nur den genetischen Code von einer einzelnen Zelle vorzulesen. So, und jetzt kommen wir zu den Genen. Gene sind bestimmte Bereiche in diesem genetischen Code. Und in diesem Bereich hier steckt dann zum Beispiel der Bauplan für ein bestimmtes Gen, das Laktase-Gen, LCT. Das bedeutet, hier steckt der Bauplan, wie der Körper ein Enzym produzieren kann, das Laktose spalten kann, damit wir Milch verdauen können. Das heißt, ein Gen hat eine spezifische Funktion, die baut eine kleine Maschine, ein Enzym oder ein Protein, das dann eine Aufgabe erfüllt. Beim Thrombose-Gen ist es ähnlich, das verhindert dann, dass eine Thrombose auftritt. So, und wir sehen uns, um genau zu sein, Genvariationen an. Es ist nämlich so, wenn man dasselbe Gen von 10 verschiedenen Menschen vergleicht, ist es beinahe identisch. Es gibt nur einzelne Stellen, wo ab und zu bei manchen Menschen eine Variation ist, also ein anderer genetischer Buchstabe steht. Und das ist dann eine Genvariation und manche von denen haben Auswirkungen auf unser Körpergewicht. Das ist genau das, was wir untersuchen, diese Genvariationen, die wir in der Wissenschaft schon lange kennen, wo wir herausgefunden haben, dass die einen Einfluss darauf haben, wie unser Körper auf bestimmte Umwelteinflüsse mit unserem Körpergewicht reagiert. Gut, jetzt gehen wir weiter. Dann kommen wir zum Bereich des Gewichts. Der ist zum einen zur Vorsorge und zum anderen zur Behandlung von Übergewicht geeignet. Und hier sehen Sie die erste Zusammenfassung. Also hier sehen Sie zuerst, Sie sind empfindlich auf großteils Kohlenhydrate, auf Fett nur leicht. Und dann sehen Sie auch eine optimale Kalorienverteilung, die laut der Genetik für Sie zum Gewicht verlieren optimal wäre. Auf das gehen wir alles später nochmal ein. Das ist hier nur eine kurze Übersicht. Sie sehen auch hier das empfohlene Sportprogramm. Das wäre 138 Kilokalorien pro Tag zu verbrennen. Das ist von Ihren Genen abhängig. Das wäre für Sie das optimale Sportprogramm. Das ist bei manchen mehr, bei anderen weniger. Sie sollten 712 Kilokalorien laut Ihren Genen pro Tag einsparen. Und wieder, bitte holen Sie sich Ihr eigenes Booklet und vergleichen Sie das. Das sind dann die Zahlen, die für Sie zutreffend sind. Zum Gewicht halten und zum Zunehmen ist das Sportprogramm etwas leichter. Hier sind es 64 Kilokalorien pro Tag. Die Person sollte 4 Mahlzeiten pro Tag essen. Das kann zwischen 3 und 5 variieren. Und der Kalorientagesbedarf für ein stabiles Gewicht
Das heißt, diese Person sollte 2262 Kalorien zu sich nehmen, um das Gewicht zu halten. Sie müssen bei sich im Bericht nachschauen, wie hoch die Zahl bei Ihnen ist. Also das ist Ihr Grundumsatz ohne Sport. Und dann kommen wir zu den verschiedenen Phasen, aber das möchte ich an der Stelle überspringen und Ihnen dann später genaueres dazu erklären. Also das hier ist nur eine Übersicht der Ergebnisse. Sie sehen das dann genau auf den nächsten Seiten. Gut, dann kommen wir zu der Seite und das ist das richtige Laborergebnis. Hier sehen Sie Gewichtsgen 1 bis 8. Das ist nur eine vereinfachte Bezeichnung. In Wirklichkeit heißt das FAPP2-Gen mit der RS-Nummer 179833 und so weiter. Und das hinten ist das richtige Laborergebnis. Es ist nämlich so, dass man von jedem Gen zwei Stück hat. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber bei diesen Genen hat jeder Mensch zwei Stück. Eines vom Vater und eines von der Mutter geerbt. Jetzt ist es möglich, dass beide Gene funktionieren, dass eines defekt ist oder beide defekt ist. Und wenn beide defekt sind, dann ist die Funktion, die dieses Gen hat, vollkommen verloren. Wenn eines ist sie schwächer und bei beiden ist die Funktion normalerweise gegeben. Das heißt, ich muss dazu sagen, Gendefekt ist nicht der richtige Ausdruck. Genvariation ist sicherlich besser. Das heißt, einfach eine Variation hat manchmal eine schlechte Auswirkung, kann aber eine gute Auswirkung auf etwas anderes haben. Also wirklich sind Genvariationen. Und wie gesagt, im genetischen Code eines Gens gibt es eine Stelle, wo ein Buchstabenunterschied zwischen Personen ist. Das ist die Genvariation. Und nur diese Stelle mussten wir uns anschauen, weil das restliche Gen sehr wahrscheinlich ohnehin gleich ist bei allen Menschen. Und dieser eine Buchstabe wird analysiert. Und hier sehen Sie GG zum Beispiel. Das bedeutet, dass auf beiden Genen, das vom Vater und das von der Mutter, ein G steht. Das heißt, beide Gene haben G. Dann kann da GC stehen oder CC zum Beispiel. Das heißt, dass dann auf beiden Genen ein C ist und so weiter. Das heißt, das ist das wirkliche Laborergebnis. Das ist auch etwas, das steckt in Ihren Genen seit Ihrer Geburt. Das wird sich bis zu Ihrem Tod nicht mehr ändern. Das ist angeboren. Und jedes andere Labor, das dieses Gen testet, sollte auch auf dasselbe Ergebnis kommen, wenn Sie sauber arbeiten. Das heißt, Sie können auch ruhig das Ergebnis extern nachprüfen lassen. Wir sind hier sehr transparent, wir zeigen, welche Gene wir testen und was das genetische Ergebnis genau ist. Gut, das hier sagt Ihnen jetzt selbst noch wenig. Das ist wirklich, Sie können es vergleichen mit einem Befund, einem Blutbefund, da kommen Zahlen raus und das zu interpretieren, dazu muss man etwas Hintergrundwissen haben. Es ist auch schwer, Ihnen in einer kurzen Schulung mehrere Jahre Genetikstudium zu ersetzen. Das heißt, das hier ist wirklich nur das genetische Ergebnis. Was es für Sie bedeutet, das haben unsere Genetiker auf den nächsten Seiten für Sie einfach verständlich dargestellt. Gut, die erste Fragestellung ist, wie stark ist Ihre genetische Neigung zu Übergewicht? Ich mache das hier etwas größer. Hier gibt es einen Balken von niedrig bis hoch. Und manche Menschen haben einen Pfeil hier, eine hohe genetische Neigung, manche eine niedrige, manche irgendwo dazwischen. Das bedeutet, wir wissen ja aus wissenschaftlichen Studien, dass etwa 60-80% des Übergewichts genetisch bedingt ist, also von den Genen ausgelöst und abhängig ist. Das heißt, es sind nicht nur viele in der Disziplin, sondern die Gene machen einen da auch einen Strich durch die Rechnung. So, und jetzt kann es bei Ihnen sein, ich würde Ihnen wieder vorschlagen, dass Sie nachschauen, wo Ihr Pfeil ist, dass die genetische Neigung hoch ist. Das bedeutet, dass die Gene Sie dazu veranlagen, übergewichtig zu sein bei einem bestimmten Lebensstil. Das ist grundsätzlich ein ungünstiges Ergebnis, das man sich nicht wünschen würde. Aber das Schöne ist, wir haben durch die Genanalyse herausgefunden, welche Lebensstilumstände es sind, die Sie dazu veranlagen. Und wir können diese Lebensstilumstände, die werden auf den nächsten Seiten genauer beschrieben, jetzt so anpassen, dass wir diese genetische Neigung, die Sie haben, zu Übergewicht neutralisieren können. Wenn Sie im niedrigen Bereich sind, dann heißt das, Ihre Gene sind eigentlich dazu ausgestattet, dass Sie ohne Probleme normales Gewicht erreichen und halten sollen. Es ist lediglich eine Frage des Lebensstils, wenn Sie übergewichtig sind, den Sie anpassen müssen. Die Gene geben Ihnen die besten Chancen. Jetzt müssen wir nur noch den Lebensstil entsprechend anpassen, um das optimale Gewicht zu erreichen und noch wichtiger dann auch zu halten.
Und irgendwo dazwischen heißt, die Gene spielen eine bestimmte Rolle, aber es ist auch der Lebensstil. Und wir wissen wieder, wie die Gene diese Veranlagung auslösen. Also diese Information ist eigentlich zu Ihrer Information, ob die Gene eine Rolle spielen bei der Veranlagung oder nicht. Gut, dann kommen wir zur nächsten Seite. Ich mache es etwas größer. Ich muss dazu sagen, es gibt leichte Unterschiede zwischen verschiedenen Programmen für Sportstudios, für Ärzte, für Apotheken und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass Ihre Version, die Sie haben, etwas abweicht von der, die hier am Bildschirm ist. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Die Ergebnisse sind identisch und die Empfehlungen für Sie werden auch am Ende dasselbe ergeben. Gut, zur Typenanalyse. Auch hier, das ist eine kurze Übersicht des Programmes. Alles wird genauer später erklärt. Ich erkläre es Ihnen jetzt hier bei der Übersicht. Aber wenn Sie es genauer wissen wollen, können Sie alles, was ich hier Ihnen erkläre, noch einmal nachlesen in Ihrem Bericht. Da steht einfach erklärt, beschrieben auf den folgenden Seiten. Gut, die erste Frage ist eine sehr wichtige. Führen Kohlenhydrate bei Ihnen zu Übergewicht? Es gibt Menschen, die, wenn sie viele Kohlenhydrate essen, zunehmen und andere, die auch wenn sie viele Kohlenhydrate essen, nicht zunehmen. Das haben wir in wissenschaftlichen Studien gesehen. Das ist ein Unterschied zwischen verschiedenen Personen und das wird ausgelöst durch eine Genvariation. Das heißt, wir haben bei Ihnen die Genvariation getestet und hier sehen Sie dann das Ergebnis. Wenn Sie den Pfeil hier haben, dann bedeutet das, mehr Kohlenhydrate führt bei Ihnen sehr schnell zu mehr Übergewicht. Sie sind kohlenhydratempfindlich. Wenn der Pfeil hier ist, dann haben Studien gezeigt, dass Menschen mit ihren Genen, auch wenn sie viele Kohlenhydrate essen, nur sehr langsam, wenn überhaupt, zunehmen. Das heißt, sie sind dann kohlenhydratunempfindlich. Und hier werden sie irgendwo dazwischen. Die nächste Frage ist auch relevant. Führt Fett bei Ihnen zu Übergewicht? Das ist dieselbe Fragestellung wie bei den Kohlenhydraten. Und wenn Sie, ich erkläre kurz den Hintergrund. Es gibt bestimmte Gene, die Folgendes machen. Ich esse eine fettige Mahlzeit, das Fett landet in meinem Darm. Dann denkt der Körper, hey, sehr gut Fett, da steckt viel Energie drinnen, ich kann Zellwände daraus bauen und der Körper beginnt das Fett zu absorbieren. Aber irgendwann schaltet sich ein Gen ein und sagt, stopp, wir haben genug. Und dann bleibt das restliche Fett im Darm. Und das haben wirklich Studien gezeigt, Menschen, die dieses Gen haben, das so funktioniert, die können doppelt so viel Fett essen, das bleibt im Darm, das wird nicht aufgenommen und die Menschen nehmen nicht zu. Die sind vollkommen unempfindlich gegenüber Fett. Dann gibt es aber wiederum andere Personen, die haben eine Variation in diesem Gen. Und das führt dann dazu, dass Fett sehr effektiv aufgenommen wird. Je mehr Fett zur Verfügung steht, das Gen funktioniert ja nicht mehr, sagt nicht mehr Stopp, der Körper holt sich immer mehr Fett. Das heißt, diese Personen sind sehr fettempfindlich. Und es war eine Vereinfachung, in Wirklichkeit spielen mehrere Gene hier eine Rolle. Und wir haben alle relevanten Gene analysiert und haben jetzt anhand dieser Liste dargestellt, ob Fett jetzt bei Ihnen zu Übergewicht führt. Wenn es hier ist, dann heißt das, die Gene absorbieren Fett sehr effektiv. Wenn es hier im grünen Bereich ist, sind sie beinahe unempfindlich gegenüber der Menge an Fett in der Nahrung. Also auch in Studien hat es gezeigt, doppelt so viel Fett essen führt nicht zu Übergewicht oder nicht zu Gewichtszunahme. Oder irgendwo dazwischen, dann sind manche Gene eher Richtung Fettaufnahme und die anderen nicht. Das heißt, sehen Sie wieder bei Ihnen nach, wo sich bei Ihnen der Pfeil empfindet. Und aus diesen zwei lässt sich herausfinden, ob Sie jetzt fettempfindlich, kohlenhydratempfindlich oder irgendwo dazwischen sind. Also gibt es alle möglichen Variationen. Und je nachdem, was da rauskommt, müssen wir unterschiedlich mit Ihrer Ernährung reagieren. Gut, die nächste Fragestellung. Wie stark ist bei Ihnen der Jojo-Effekt? In dem Fall ist er im mittleren Bereich. Also wenn Sie erfolgreich abgenommen haben und wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen, werden Sie unweigerlich irgendwann wieder zunehmen. Bei manchen Menschen ist das sehr schnell, die haben einen starken Jojo-Effekt, bei anderen ist es eher langsamer. Das heißt, bei denen es relativ schnell ist, ist es wichtig, besonders wichtig, die Disziplin zu bewahren. Das gilt natürlich für alle, aber wenn sich die Personen mit starkem Jojo-Effekt sofort die Disziplin verlieren, dann ist sehr schnell alles wieder umsonst gewesen. Das heißt, wenn Sie Ihren Pfeil hier haben, nehmen Sie sich vor, nicht nur abzunehmen und dann glücklich zu sein und wieder alte Gewohnheiten zu beginnen, sondern dass Sie ganz spezifisch diese Empfehlungen
nicht die nächsten Monate, sondern das restliche Leben befolgen wollen. Das wird Ihnen helfen, das Gewicht zu halten. Wir wissen ja jetzt, wie wir den Lebensstil beeinflussen sollten. Und das wird Ihnen dabei helfen, das Gewicht zu halten. Und wenn Sie hier im roten Bereich sind, ist das viel wichtiger für Sie, als wenn Sie hier im grünen Bereich sind. Da reagiert Ihr Körper nur relativ langsam. Nächste Frage. Wird bei Ihnen vermehrt Fett um die Organe abgelagert? Und das hat einen gesundheitlichen Aspekt. Das Fett kann sich ja um die Hüften ablagern oder auch im Bauchinneren. Im Bauchinneren nennt man es das viszerale Fett, das Fett um die Organe. Und dieses Fett ist, man nennt es metabolisch aktiv. Das heißt, es ist deutlich ungesünder für den Körper als Fett um die Hüften. Das heißt, wenn Sie dazu tendieren, mehr Fett um die Organe zu haben, wie diese Person hier im roten Bereich, ist es für Sie auch aus gesundheitlicher Sicht wichtig, das Optimalgewicht zu erreichen, das Fett zu reduzieren. Für Sie im roten Bereich deutlich wichtiger als für Personen im grünen Bereich. Also können Sie wieder nachschauen, wo Sie sind, wie wichtig es aus gesundheitlicher Sicht auch für Sie ist, Ihr Optimalgewicht zu haben. Dann die nächste Frage. Wie viel Muskelmasse verlieren Sie durch eine Kalorienreduktion? Es ist so, dass wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, dass man immer Muskelmasse sowie auch Fett abbaut. Da gibt es eine etwas traurige Geschichte aus Amerika. Da haben Sträflinge in einem Gefängnis einen Hungerstreik gemacht und haben sich zu Tode gehungert. Und dabei gab es übergewichtige sowie auch schlanke Sträflinge. Und was auffiel, ist, dass die übergewichtigen sowie auch die schlanken alle so nach ungefähr 60 Tagen, also nach 2 Monaten, starben. 2 Monate nichts essen und die starben. Egal, ob die vorher viel Fettdepots hatten oder nicht. Und der Grund war folgender: Damit der Körper Fett abbauen kann, braucht er immer eine Aminosäure dazu. Und diese Aminosäure gewinnt er aus Muskelmasse. Das heißt, um Fett abzubauen, baut der Körper etwas Muskelmasse ab und verwendet das, um Energie zu machen. Das heißt, bei diesen Sträflingen gingen irgendwann die Muskeln aus und daran starben die dann. Die konnten dann nicht mehr atmen. Daran starben die Übergewichtigen und die Schlanken, obwohl die Übergewichtigen eigentlich noch Fettreserven gehabt hätten. Das heißt also, Muskelmasse verlieren wir zweifelsohne, wenn wir eine Kalorienreduktion machen. Aber man kann gegenwirken. Das heißt, wenn Sie ein Muskelaufbauprogramm machen, dann werden Sie diesen Muskelmasseverlust entgegenwirken können. Der Körper baut neue Muskeln auf, während er sie eigentlich auch abbauen versucht. Und dieser Prozess des Muskelmasseverlustes ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Manche verlieren viel Muskelmasse, andere wenig. Und das ist von einem Gen gesteuert, eigentlich von mehreren Genen. Und hier sehen Sie Ihre eigene Veranlagung. Also im roten Bereich, wenn Ihr Pfeil hier ist, dann heißt das, Sie haben viel Muskelmasseverlust, Sie müssen mehr Muskelaufbauprogramm machen. Wenn Sie im grünen Bereich sind, haben Sie nur einen geringen Muskelmasseverlust. Da reicht ein leichtes Muskelaufbauprogramm. Also das steuert sehr stark, welche Art von Sport für Sie geeignet ist, um die Muskelmasse zu erhalten. Hier viel Kraftsport, hier Ausdauersport oder irgendwo dazwischen. Die nächste Seite. Hier geht es um Verhaltensanalyse. Das ist nämlich sehr interessant, ich mache es kurz größer. Das ist nämlich sehr interessant, die Gene steuern nicht nur Prozesse in unserem Körper, sondern auch unser Verhalten. Zum Beispiel haben wir ja Prozesse, wir sowie auch Tiere, dass wenn bestimmte Nährstoffe im Blut ausgehen, dass der Körper ein Hungergefühl produziert. Das Tier oder der Steinzeitmensch macht sich dann auf die Suche nach Futter. Wir machen uns auf den Weg zum Kühlschrank. Das heißt, Gene steuern dieses Entstehen des Hungergefühls, die uns dazu bewegen, dass wir Nahrung zuführen. Jetzt ist die Intensität von Hungergefühl unterschiedlich stark aufgrund von Genvariationen. Also die Gene, die dafür verantwortlich sind, sind einfach bei manchen, kann man sagen, aggressiver, bei manchen weniger. Und das sehen Sie hier. Das Hungergefühl kann bei Ihnen besonders stark sein oder besonders schwach. Hier ist es bei dieser Person schwach. Sie können wieder nachschauen, wie das Ergebnis bei Ihnen ist. Und jemand mit einem schwachen Hungergefühl gegenübergestellt mit jemand mit einem starken Hungergefühl, wenn die beide 10 Stunden nichts essen, wird eine Person deutlich mehr darunter leiden als die andere Person.
heißt, Hunger wird von Genen gesteuert und es gibt Unterschiede von Person zu Person. Selbes gilt beim Sättigungsgefühl. Also wenn die ersten Nährstoffe in unseren Dünndarm gelangen, beginnt der Körper ein Sättigungsgefühl zu produzieren, das dann irgendwann sagt, es reicht. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Sie langsam essen sollten, denn wenn Sie schnell essen, stopfen Sie viel mehr rein, bevor Ihr Körper Zeit hat, das Sättigungsgefühl zu entwickeln, als wenn Sie langsam gegessen hätten und am Ende haben Sie deutlich mehr gegessen. Das heißt, das Sättigungsgefühl ist auch unterschiedlich stark oder schwach, abhängig von Genetik. Das haben wir analysiert und jetzt können Sie nachschauen, wo bei Ihnen der Pfeil ist. Wenn Sie hier im roten Bereich sind, ist Ihr Sättigungsgefühl schwach. Seien Sie sich dessen bewusst. Sie werden langsamer satt und nicht so aggressiv und nicht so stark satt wie andere Personen. Das kann dazu führen, dass Sie dazu tendieren, sich zu überessen. Das heißt, Sie essen so viel, bis Ihr Sättigungsgefühl ein Level erreicht hat, wo es sagt, Sie haben keinen Hunger mehr. Essen Sie also bewusst langsam und achten Sie darauf, dass Sie sich nicht überessen. Wenn Ihr Sättigungsgefühl stark ist, ist das üblicherweise kein Problem. Da sagt Ihnen Ihr Körper schon, wann es reicht. Aber generell hören Sie auf mit der Tendenz, ich muss meine Mahlzeit zusammen essen. Wenn Sie keinen Hunger mehr haben und noch 3 Bissen liegen, auf dem Teller liegen, hören Sie auch auf damit. Sie brauchen es nicht fertig essen. Ihr Körper hat Ihnen gesagt, Sie haben keinen Hunger mehr, dann ist es nicht notwendig, diese extra Kalorien noch im Körper zuzuführen. Dann die nächste Frage. Tendieren Sie aufgrund Ihrer Gene dazu, kalorienreicher zu essen? Das ist wirklich interessant. Da haben Versuche gezeigt, wenn man ein Buffet hat mit allen möglichen Speisen und man gibt Menschen einen Teller, sie sollten sich alles aufs Teller laden, was sie gerne essen würden, dann machen die das und dann zählt man die Kalorien darauf. Und da hat man gesehen, dass Menschen mit einer bestimmten Genvariation signifikant mehr Kalorien am Teller hatten als andere. Das heißt, diese Genvariation verleitete diese Menschen dazu, Nahrungsmittel gut zu finden, die mehr Kalorien haben. Also die tendieren einfach, das schmeckt ihnen mehr, dass die mehr Kalorien auf ihrer täglichen Portion hatten als die Personen ohne die Genvariation. Jetzt schauen Sie, wo Sie sind. Wenn Sie hier im roten Bereich sind, dass Sie dazu tendieren, kalorienreicher zu essen, dann heißt das, Ihr Körper verleitet Sie im Vergleich zu vielen anderen dazu, mehr Kalorien pro Mahlzeit zu sich zu nehmen. Das heißt, achten Sie darauf, niederkalorische Nahrungsmittel auch zu essen. Also seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie dazu verleitet werden. Wenn Sie im grünen Bereich sind, ist das üblicherweise kein Problem. Ihr Körper verleitet Sie nicht dazu. Sie haben nicht diese Tendenz, unbewusst mehr Kalorien zu essen als die meisten anderen. So, und das Letzte. Tendieren Sie aufgrund Ihrer Gene dazu, häufige Snacks zu essen? Auch das wird von Genen gesteuert. Manche Menschen werden dazu verleitet, besonders wenn sie nicht bewusst daran denken, immer wieder hier mal Chips, hier einen Schokoriegel und ständig kleine Snacks zu essen zwischen den Hauptmahlzeiten, während andere diese Tendenz überhaupt nicht haben. Das heißt, schauen Sie wieder hier nach, weil häufig achten Sie darauf, das ist oft sehr unbewusst, das heißt, Sie denken, Sie essen ja nur einen Salat und hier Gemüse, aber sind trotzdem übergewichtig. Das kann sehr gut damit zusammenhängen, dass Sie ständig unbewusst beim Fernsehen einen Snack und im Bus noch schnell einen Schokoriegel und so weiter gegessen haben. Andere Menschen, wie gesagt, tendieren weniger dazu, häufig Snacks zu essen. Da muss es ihnen nicht spezifisch bewusst gemacht werden. Das heißt also, so wird ihr Verhalten von ihren Genen beeinflusst. Nächste Frage. Welche Strategien lassen sich dadurch jetzt ableiten? Wir wissen ja zum Beispiel, wie wir vorher gesehen haben, Sie sind kohlenhydratempfindlich oder Sie sind fettempfindlich oder irgendwo dazwischen. Jetzt ist es natürlich für eine Person, die kohlenhydratunempfindlich und fettempfindlich ist, wichtig, wenig Fett zu sich zu nehmen, weil das ist ja das Risiko oder das Problem für Übergewicht. Kohlenhydrate sind es nicht, also können wir von denen ruhig mehr essen. Bei anderen Menschen ist es genau andersrum. Bei anderen, die sind irgendwo in der Balance dazwischen. Übrigens, wenn Sie sich denken, na super, ich bin gegen beides empfindlich,
weil beides etwas höher ist, seien Sie nicht desmotiviert. Das bedeutet, es ist eigentlich eines der angenehmeren Ergebnisse. Das bedeutet, Sie können eine Balance aus beiden essen. Sie müssen nicht auf kohlenhydratreiches oder fettreiches verzichten. Sie müssen nur die richtige Balance und richtige Menge von beiden essen. Wenn Sie nur kohlenhydratempfindlich sind, dann fallen die kohlenhydrathaltigen Sachen weg. Sie können dafür Fettigeres essen oder andersrum. Also seien Sie nicht desmotiviert, wenn bei Ihnen beides etwas ausschlägt. Das ist in dem Fall die richtige Balance. Gut, das ist jetzt die Zusammenfassung. Also die erste Frage, welches Verhältnis zwischen Fett und Kohlenhydraten ist für Sie am besten? Und in dem Fall ist die Person relativ stark kohlenhydratempfindlich und weniger fettempfindlich. Das heißt, besonders kohlenhydratarm, mehr in die Richtung. Sie können jetzt wieder nachschauen, wo Sie sich befinden. Irgendwo entlang dieser Linie. Jetzt stellt sich die Frage, warum kommen da Proteine nicht vor? Das ist ja genauso eine Quelle von Kalorien. Das ist absolut richtig. Es hat sich nur herausgestellt, dass alle Menschen, oder wir wissen es noch nicht, kann natürlich auch sein, aber der Anschein macht es, dass alle Menschen auf Protein oder Eiweiß mit dem Übergewicht gleich reagieren. Dass es hier keine genetischen Unterschiede gibt. Also wir haben keine Gene gefunden, die beeinflussen, ob man jetzt durch Proteine schneller oder weniger schnell übergewichtig wird. Das heißt, die Proteine werden für alle Programme gleich gehalten, relativ gleich, also immer eine bestimmte Menge. Nur Fett und Kohlenhydrate, da gibt es starke Unterschiede und die werden hin und her geschwenkt. Das heißt, Proteine bleiben gleich und die Kohlenhydrate oder Fette werden angepasst in ihre Gene. Das, was das Risiko auslöst, wird reduziert und das andere erhöht. So, die nächste Frage. Welches Verhältnis zwischen Sport und Kalorienreduktion ist für Sie am besten? Da ist es so, dass bestimmte Gene dazu führen, dass Sport sehr effektiv und schnell zu einer Gewichtsreduktion führt. Andere Gene machen diesen Effekt etwas langsamer. Das heißt, wenn Sporttrainer kennen das, wenn zwei Freundinnen in ein Sportstudio gehen, nehmen manche sehr schnell ab und die andere nicht. Und die ist dann desmotiviert, weil sie sich genauso anstrengt. Dasselbe gilt auch für eine Kalorienreduktion, also weniger essen. Manche sprechen sehr schnell darauf an, die essen ein bisschen weniger, verlieren rasant das Gewicht, andere weniger schnell. Das heißt, wir haben hier ihre Gene analysiert, haben herausgefunden, wie effektiv ist weniger essen, wie effektiv ist Sport und wir haben, je nachdem was effektiver ist, mehr davon und weniger vom anderen gemacht. Das heißt, wenn bei Ihnen Sport sehr effektiv ist, und Kalorienreduktion weniger, dann haben wir ein intensives Sportprogramm gemacht, weil das ist Ihre beste und schnellste Möglichkeit abzunehmen. Sie werden sehr schnell Erfolge sehen und Hungern ist bei Ihnen nicht so notwendig, weil es bei Ihnen weniger effektiv ist und deswegen haben wir das reduziert. Wenn das der Fall ist, ist Ihr Pfeil hier. Das heißt intensives Sportprogramm, leichtes Kalorienreduktionsprogramm. Sie müssen trotzdem Kalorien reduzieren und nicht nur Sport machen, das ist ganz wichtig. Es besteht aus beiden Aspekten. Wenn Ihr Pfeil hier drüben ist, dann bedeutet das, die Sportgene sind weniger effektiv. Das heißt, Sport führt langsamer zu Ergebnissen, immer noch, aber langsamer. Und Kalorienreduktion führt besonders schnell und effektiv zu einer Gewichtsreduktion. Das heißt, da wird ein leichtes Sportprogramm und ein intensives Kalorienreduktionsprogramm gemacht. Bitte verstehen Sie das auf keinen Fall falsch, dass Sie in dem Fall, wenn der Pfeil links ist, keinen Sport machen müssen. Das ist unbedingt wichtig, Sie müssen den Stoffwechsel aktivieren, Sie müssen zusätzliche Kalorien verbrennen, aber Sie können sich, wenn Sie Sport nicht mögen, glücklich schätzen, dass ein leichtes Programm bei Ihnen vollkommen ausreicht. Aber ein Programm müssen Sie auf jeden Fall machen. Und wenn es hier ist, können Sie sich glücklich schätzen, weil Sport besonders effektiv ist. Und Sie nicht sonderlich hungern müssen, denn es bei Ihnen eine untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, hier in diesem Fall ist ein mittelmäßiges Sportprogramm und ein mittelmäßiges Kalorienreduktionsprogramm notwendig. Sie könnten sich genau hier oder auch hier befinden. Je nachdem wird die Menge an Sport oder Kalorienreduktion hin und her geschoben. Also das, was Ihr Körper am besten kann, in dem machen wir mehr. Gut, die nächste Frage. Welche Form von Sport ist für Sie mehr geeignet, um Muskelmasse zu erhalten? Und das hat mit dem Muskelmasseverlust zu tun, den ich Ihnen vorher erklärt habe. Ist bei Ihnen Muskelmasseverlust besonders stark
wird ihr Pfeil hier drüben sein, Kraftsport. Das heißt, sie verlieren viele Muskeln, deswegen müssen sie mit Kraftsport die Muskeln wieder aufbauen, um dem entgegenzuwirken. Ist ihr Muskelverlust sehr schwach, dann ist Ausdauersport die bessere Möglichkeit. Das heißt, da können Sie dann Ausdauersportarten im Sportstudio aufs Laufband und Ausdauersport machen, um Ihre Kalorien zu verbrennen. Das heißt, je nachdem, wo der Pfeil ist, sollten Sie Ihr Sportprogramm mehr in diese Richtung oder in diese Richtung gewichten. Kraftsport kann auch Hochintensitätstraining sein zum Beispiel. Das ist zum Beispiel, wenn Sie auf dem Fahrradtrainer trainieren, 30 Sekunden lang so schnell und so stark Sie können, dann wieder 2 Minuten normale Geschwindigkeit, dann wieder so schnell Sie können, das baut auch Muskeln auf und verbrennt auch mehr Kalorien. Und sonst ist es einfach nur Ausdauertraining, lange auf dem Fahrradtrainer zum Beispiel. Gut, die nächste Frage, wie viele Mahlzeiten sollten Sie pro Tag essen, um Hunger zu minimieren? Ich habe vorher erklärt, dass es starke Unterschiede gibt im Hunger und im Sättigungsgefühl einer Person. Manche haben schwachen Hunger, manche haben starken Hunger. Und das ist hier absolut Ihnen überlassen, aber das ist unsere Empfehlung, um aufgrund der Intensität Ihres Hunger- und Sättigungsgefühls Ihnen bestmöglich damit zu helfen, damit klarzukommen. Also wenn Sie ein starkes Hungergefühl haben, versuchen wir die Phasen zwischen Mittag- und Abendessen möglichst zu reduzieren oder zu verkürzen, indem wir einen kleinen Snack zwischendrin reingeben. Dass Ihr Magen immer etwas verdaut, das wird helfen mit Ihrem stärkeren Hungergefühl. Wenn Sie jedoch ein schwaches Hunger- und Sättigungsgefühl haben, dann sind die Phasen zwischen Mittag- und Abendessen länger und dadurch, dass Sie kein sonderliches Hungergefühl haben, ist es auch nicht anstrengend für Sie. Wie gesagt, das ist nur eine Empfehlung, wenn Sie sagen, ich habe keine Zeit oder keine Lust dazu, 5-mal am Tag zu essen und da steht 5-mal, dann machen Sie es nicht. Wenn Sie dann merken, Sie sind doch zu hungrig, dann können Sie sich an die Empfehlungen halten. Das wäre nur unsere grundsätzliche Empfehlung, damit Sie mit dem Hunger- und Sättigungsgefühl besser umgehen können. Hier sehen Sie einen allgemeinen Teil, der etwas erklärt, wie Gene unser Übergewicht beeinflussen oder unser Gewicht beeinflussen, welchen Einfluss Übergewicht auf unsere Gesundheit hat und so weiter. Also das können Sie sich wieder durchlesen, wenn Sie das interessant finden. Das ist einfach erklärt. Und dann kommen wir schon zu den genaueren Erklärungen. Das hier ist eigentlich grundsätzlich genau dasselbe, was ich Ihnen vorher gerade erklärt habe in der Übersicht. Das heißt, Sie sehen hier die Balken und Sie sehen die Empfehlungen Fett oder Kohlenhydrate, Eiweiß wird auch erwähnt. Und dann auch das Ergebnis eher kohlenhydratarm als fettarm. Und dann sehen Sie auch die empfohlene Kalorienverteilung. Also dadurch, dass Sie sich kohlenhydratarmer ernähren sollten, in diesem Fall 48-50% aus Kohlenhydraten und dafür nur 30-22% aus Fett, weil Fett weniger ein Problem ist. Diese Kalorienverteilung, das ist für Sie als Hintergrundinformation. Das müssen Sie jetzt nicht irgendwie versuchen, im Taschenrechner auszurechnen. Das macht das Programm für Sie alleine. Und ich erkläre Ihnen, wie Sie das genau machen können. Sie sollten nur wissen, das ist die Kalorienverteilung, die wir in Ihrem Programm für Sie ausgewählt haben anhand Ihrer Genetik. Weil diese Verteilung für Sie am effektivsten ist zum Abnehmen. Gut, hier gibt es dann jeweils immer die Erklärungen, das können Sie sich gerne genauer durchlesen. Das erklärt nur noch einmal das, was ich Ihnen vorher erklärt habe. Gut, auf dieser Seite, ich mache es nochmal etwas größer, sehen Sie Ihre Zielsetzung. Es ist wichtig zum Abnehmen, sich ein genaues Ziel zu setzen und das auch zu verfolgen. Nicht einfach nur beginnen und mal schauen, was daraus wird, sondern versuchen Sie wirklich, sich ein Ziel zu setzen. Hier haben wir schon Ihr Gewicht zum Zeitpunkt der Analyse. Sie können jetzt in Ihrem Booklet nachschauen, was bei Ihnen hier steht. Die Zahl wird wahrscheinlich anders sein. Dann das errechnete optimale Gewicht für Ihre Körpergröße. In dem Fall 78 Kilogramm. Und Ihr Zielgewicht. Hier haben Sie bei der Bestellung wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, ich möchte gerne 70 Kilo haben. Dann wird hier 70 Kilo stehen, obwohl Ihr optimales Gewicht eventuell anders errechnet ist. Es ist Ihre Verantwortung und Ihre Entscheidung, welches Gewicht Sie erreichen sollten. Wir empfehlen natürlich nicht, unter das optimale Gewicht zu gehen, aber sollte Ihr Optimalgewicht von Ihrem Zielgewicht abweichen, werden hier unterschiedliche Zahlen stehen. Also das ist jetzt Ihr Ziel, das Ziel, das Sie gerne erreichen sollten. Und jetzt sollten Sie auch wirklich versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Nehmen Sie sich das wirklich vor.
Und das ist in diesem Fall eine Reduktion von 12 Kilogramm. Das kann bei Ihnen eine andere Zahl sein. Dann gibt es einen bestimmten Prozentsatz von den Personen, die machen diese Analyse nicht, um Gewicht zu verlieren, sondern Gewicht zu halten. Auch dazu ist die Analyse natürlich geeignet, weil es dabei hilft, herauszufinden, welche Nahrungsmittel man eher reduzieren sollte, von was man mehr essen darf. Und in dem Fall überspringen Sie jetzt einfach diesen Teil und gehen Sie sofort in, wir nennen sie die Stabilitätsphase. Es gibt auch einen bestimmten Prozentsatz, die nehmen diese Analyse, um zuzunehmen. Und auch dazu ist die Analyse geeignet. Manche Menschen wollen einfach zunehmen, können es aber nicht. Und dann kommt bei der Analyse heraus, Fett empfindlich, Kohlenhydrat unempfindlich. Also ist auch Fett die beste Möglichkeit zuzunehmen. Gleichzeitig sollte Sport erhöht werden, denn man will ja nicht nur Fettgewebe zunehmen, sondern auch einen athletischen Körper erhalten. Aber wenn Sie wirklich das Ziel haben zuzunehmen, dann schlage ich Ihnen vor, dass Sie an dieser Stelle in das Menüportal wechseln. Das Menüportal ist eine Webseite, das können alle anderen auch verwenden, das erkläre ich Ihnen später nochmal. Aber auf dieser Webseite können Sie die Ergebnisse eingeben, Sie können sich einloggen, anmelden und klicken, ich möchte zunehmen. Und dann verwendet das Programm die Empfindlichkeit gegenüber Fett, erstellt einen Ernährungsplan mit mehr Fett, um zu helfen zuzunehmen. Man nimmt mehr Kalorien zu sich und so weiter und das hilft dabei zuzunehmen. Das heißt, wenn Sie zunehmen wollen, gehen Sie an dieser Stelle auf das Analyseprogramm, auf das Menüportal. So, zurück zu denen, die abnehmen wollen. Das sind also die Ziele, die Sie erreichen sollten. Jetzt kommen wir zu den drei Phasen. Ich mache es nochmal etwas größer. Es gibt die Abnehmphase, das ist Phase 1. Da wird wird das Gewicht reduziert. Sobald Sie das gewünschte Gewicht erreicht haben, gehen wir in die Anpassungsphase. Ich habe schon erklärt, wenn man dann wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt, nimmt man es schnell wieder zu. In der Anpassungsphase werden die Kalorien nur langsam erhöht. Man darf nicht sofort zu viele Kalorien zuführen, sondern das bringt das ganze Gleichgewicht auseinander, sondern die weniger Kalorien, die Sie gegessen haben, werden schrittweise erhöht über 2 Wochen. Eine Woche etwas mehr, zweite Woche noch mehr. Und dann gehen Sie in die Stabilitätsphase über und in dieser Phase sollten Sie dann im besten Fall Ihr restliches Leben bleiben. Da wissen Sie, welche Nahrungsmittel Sie meiden sollten, um Ihr Gewicht zu halten und es wird Ihnen einfach helfen, das Gewicht dann auch zu halten. Gut, das heißt, wenn Sie abnehmen wollen, beginnen Sie in Phase 1, 2 und dann 3. Wenn Sie Gewicht halten wollen, beginnen Sie gleich in Phase 3. Gut, die optimale Kalorienverteilung. Ich habe vorher erklärt, manche Menschen sollten mehr Sport und weniger Kalorienreduktion und andere mehr Kalorienreduktion und weniger Sport machen. Je nachdem, was wie effektiv ist, von dem machen wir mehr, vom anderen machen wir weniger. Und hier ist das Ergebnis. Also diese Person sollte zum Beispiel pro Tag im Durchschnitt 138 Kilokalorien durch Sport verbrennen und 712 Kilokalorien durch weniger Essen einsparen. Das ist das Errechnete für diese Person. Bei Ihnen werden die Zahlen anders sein, je nachdem, wie Ihre Gene ausgestattet sind. Gut, eine Möglichkeit, die Ernährung oder die Kalorienanpassung so zu gestalten, damit Sie die richtige Kalorienverteilung erreichen und auch nicht zu viele Kalorien essen, ist dieser Abschnitt, das sind die Menüvorschläge. Sie haben ja ein paar von denen in Ihrem Booklet, ich mache es etwas größer. Das ist jetzt ein traditionelles Fleischmenü. Das bedeutet, für Frühstück könnten Sie diese Nahrungsmittel essen, zum Mittagessen das und zum Abendessen das hier. Wenn Sie 4 oder 5 Mahlzeiten haben, können Sie eines von denen als Snack essen, also aus dem Frühstück rausnehmen. Oder es gibt auch noch eine Liste von geeigneten Snacks, die Sie essen können, die sehr wenige Kalorien haben, die Ihnen dabei helfen. So, und jetzt haben Sie wieder die Möglichkeit, ich möchte Gewicht verlieren, dann essen Sie diese Menge, also 148 Gramm Heidelbeeren mit Muffins, 247 Gramm Banane und so weiter. Sollten Sie in der Anpassungswoche sein, also Gewicht verloren, Sie wollen dann allmählich das Gewicht halten, ist das für Woche 1, ist etwas mehr, Woche 2 noch etwas mehr und so ein Gewicht halten, so viel. Es ist immer Wasser dabei, trinken Sie viel Wasser, das reduziert das Hungergefühl, verbrennen auch zusätzlich noch Kalorien, also sehr zu empfehlen.
Und wenn Sie sich an das halten, haben Sie genau die richtige Verteilung an Kalorien. Sie haben die richtige Menge an Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß, das genau auf Ihre Gene zugeschnitten ist. Also es ist eine sehr einfache Art, die richtige Ernährung zu befolgen. Also gibt es mehrere. Dann gibt es eine Alternative und das ist das Menüportal. Das finden Sie über www.dnanutricontrol.com. Und da können Sie sich anmelden. Und in dieser Anmeldung müssen Sie zum einen Ihre genetischen Daten eingeben. Und das finden Sie auf der nächsten Seite. Also, wenn man etwas reinzoomt, Sie gehen auf diese Webseite. dnanutriplus.com ist eine Abkürzung. Diese Adresse können Sie auch verwenden. Dann müssen Sie ein neues Nutzerprofil anlegen und da geben Sie diese Daten ein. Das sind die nach Ihren Genen erstellten bzw. Ihre persönlichen Daten und das ermöglicht Ihnen dann einzusteigen in das Programm. Das Programm ist meine persönliche Lieblingsmöglichkeit, die Ernährung zu planen. Das nimmt Ihre genetische Verteilung, wie viel Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß Sie zu sich nehmen sollten, und stellt nach Zufall einen Menüplan für Sie zusammen. Für Mittag, Frühstück, Mittag und Abendessen oder auch die Snacks dazwischen. Und es versucht verschiedene Kombinationen und gibt Ihnen dann 2 bis 5 verschiedene Tagesmenüs, die nach Zufall erstellt wurden, die genau auf Ihre Gene passen würden. Es kann aber sein, dass da zum Beispiel Thunfisch drin steht und Sie Thunfisch nicht mögen. Dann können Sie einfach Thunfisch nehmen, wegschmeißen und die Kalorien, die da drinnen waren, werden automatisch auf alle anderen Artikel aufgeteilt und es wird wieder nachjustiert, dass Sie wieder die richtige Kalorienverteilung haben. Dann kann es auch sein, dass Sie irgendwelche Fischstäbchen im Kühlschrank haben und Sie diese essen möchten, diese aber eigentlich nicht zu Ihren Genen passen. Die können Sie trotzdem auswählen. Also wir haben 15.000 verschiedene Zutaten und 150.000 verschiedene Markenartikel. Also Ihr Markenartikel ist ja wahrscheinlich darin enthalten. Dann können Sie diese Fischstäbchen einbauen und dadurch, dass Sie eigentlich die falsche Verteilung an Kalorien haben für Sie, werden alle anderen Artikel, die Sie an diesem Tag essen, in der Menge rauf oder runter adjustiert, dass es wieder die richtige Kalorienmenge ausgleicht. Das heißt, Sie können da etwas reingeben, was nicht reinpasst und das Programm rechnet automatisch um, dass es für Sie wieder passt. Sie müssen sich dann nur an die Mengen halten, die das Programm empfiehlt. Sie haben auch die Möglichkeit, etwas aufwendigere Menüs zu kochen. Das heißt, da gibt es 800 Rezepte und die werden in den Zutaten automatisch an Sie angepasst. Das heißt, Sie sagen, für Mittag möchte ich bitte Paprika-Hühnchen kochen, dann steht da die Anweisung dafür, die Zutaten werden rauf oder runter gerechnet, dass wenn Sie sich an diese Zutaten halten, Sie auch genau diese Menge an Kalorien, Fett und Kohlenhydraten zu sich nehmen. Das heißt, Sie haben ja alle Flexibilität der Welt, Sie können sagen, ich bin laktoseintolerant, dann wird das ausgefiltert und können sich dann entsprechend der Genetik ernähren. Sie können da auch Ihr Sportprogramm planen. Also ich würde wirklich empfehlen, melden Sie sich mal an und schauen Sie sich das an. Hier haben Sie die meiste Flexibilität. Bei den Menüplans, die Sie da vorher gesehen haben, haben Sie weniger Flexibilität, aber es ist sehr einfach, es ist für Sie schon vorher eingestellt und es ist wert, sich da mal anzumelden, sich das anzusehen. Gut, zur sportlichen Betätigung. Wir haben herausgefunden, wie viel Sport Sie machen sollten. Entweder ein leichtes Sportprogramm oder ein besonders intensives Sportprogramm, je nachdem, wie gut Ihre Gene darauf reagieren. Und der tägliche Kalorienverbrauch durch Sport ist in dem Fall 138 Kilokalorien. Das kann bei Ihnen deutlich mehr oder weniger sein. Gut, und jetzt geht es darum, einen Trainingsplan zu erstellen. Und das sieht dann so aus. Hier gibt es wieder Unterschiede, Sportstudios oder Apotheken haben hier unterschiedliche Auswahlen von Sport. Hier ist eines der Beispiele. Die Person sollte im Schnitt 138 Kilokalorien pro Tag verbrennen. Das heißt natürlich nicht, die Person oder Sie müssen jeden Tag diese Menge machen, sondern Sie können auch sagen, ich mache nur 3-mal die Woche Sport. Dann ist es halt entsprechend mehr, dass man im Durchschnitt auf diese Zahl kommt.
Und hier sehen Sie eine Tabelle. Zum Beispiel, wenn Sie Aerobic machen, das verbrennt im Durchschnitt 380 Kilokalorien pro Stunde. Natürlich gibt es hier Variationen, manche etwas mehr, manche etwas weniger. Aber wenn Sie sich an diese Faustregelzahlen halten, dann kommen Sie sehr gut auf die richtige Zahl. Das heißt, die Person, die 138 Kilokalorien pro Tag verbrennen sollte, macht Aerobic. Wenn die Person 7-mal pro Woche trainieren würde, würden 20 Minuten reichen. Wenn die Person aber sagt, ich schaffe nur 3-mal die Woche, dann sind es 50 Minuten. Oder 1-mal die Woche, dann sind es 153 Minuten. Also das wird wahrscheinlich schon zu anstrengend werden. Das heißt, suchen Sie sich eine Anzahl der Sportarten aus, die Sie machen wollen, wie oft. Also zum Beispiel 3-mal die Woche wäre eine gute Zahl. Und dann sagen Sie, ich mache einmal Aerobic, 51 Minuten. Einmal Boxen mit Sandsack, 46 Minuten. Einmal Joggen, 12 km/h, schon relativ schnell, 26 Minuten. Und wenn Sie diese drei Sachen machen, dann werden Sie auf die richtige Kalorienzahl pro Tag kommen. Also Sie können verschiedene Sportarten zusammenmischen oder einfach nur dasselbe immer wieder machen. Das ist vollkommen Ihnen überlassen. Suchen Sie sich aber etwas, was Ihnen Spaß macht, sonst ist es zu anstrengend. Suchen Sie sich Freunde, die dies mit Ihnen machen. Das hilft Ihnen dabei, das effektiver durchzuziehen. Gut, dann gibt es, ich gehe jetzt etwas nach vorne, eine Tabelle im hinteren Bereich. Hier. Hier können Sie Ihren Sport eintragen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, da können Sie eintragen, was Sie machen. Und dann können Sie auch verfolgen, ob Sie es auch gemacht haben. Erst seit dem dritten immer ein Kreuz, wenn Sie das erledigt haben. Das heißt, da können Sie Ihren Sportplan planen. Sie können es aber auch im Handy notieren, im Kalender und das einhalten. Jetzt gehe ich wieder nach vorne. Gut, das war also das Sportprogramm. Hier können Sie sich Ihr eigenes Sportprogramm zusammenstellen. Jetzt geht es um die Ernährung, die wir planen. Hier eine Rechnung. Das ist jetzt wieder nur für Ihre Information. Das müssen Sie nicht in irgendeiner Form anwenden, aber manche interessiert es, was hinter diesem Programm steckt. In dem Fall ist der Grundumsatz für ein stabiles Gewicht, also die Menge an Kalorien, die die Person zu sich nehmen muss, um das Gewicht zu halten, relativ hoch, 2262 Kilokalorien. Das wird bei Ihnen eine andere Zahl sein. Das ist abhängig von Ihrer Körpergröße, Gewicht, von Ihrer Muskelmasse und so weiter. Wir haben es hier errechnet. Sie hatten aber bei der Bestellung auch die Möglichkeit, Ihren Grundumsatz anzugeben, sollte das irgendwo gemessen worden sein. Also es gibt auch Messmöglichkeiten, die sind eine Spur genauer als errechnete Zahlen, aber auch errechnete Zahlen sind relativ genau und mit denen kann man gut arbeiten. Das heißt, hier steht Ihr Grundumsatz, ohne dass Sie Sport machen. Dann wissen wir, zum einen, Sie sollten Kalorien verbrennen durch Sport, zum anderen sollten Sie aber auch nach den Genen definiert eine bestimmte Menge an Kalorien reduzieren, also weniger essen, als Sie brauchen, um Ihr Gewicht zu halten, dadurch, wenn Sie abnehmen. Und in dem Fall ist eine aggressivere Kalorienreduktion von 712 Kilokalorien. Hier kommen Sie am Ende, oder diese Person kommt, auf 1550 Kilokalorien. Das ist bei Ihnen, wie gesagt, wieder eine andere Zahl. Und hier ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt nämlich einen Effekt, dass wenn der Körper zu wenige Kalorien bekommt, und das ist üblicherweise unter 1000 Kilokalorien, dass der Körper beginnt, in den Sparmodus zu gehen. Der merkt, magere Zeiten. Er beginnt, alle Prozesse in den Sparmodus zu fahren, man hat weniger Kraft und der Grundumsatz senkt sich. Das kann im schlimmsten Fall sogar so sein, dass der Grundumsatz sich so weit senkt, dass die Kalorien, die ich am Tag verbrauche, so viel weniger ist, dass ich gar nicht mehr abnehme. Das heißt, diesen Sparmodus, den wollen wir verhindern. Wir wollen, dass der Körper nach wie vor mit Volldampf die Kalorien verbrennt, wir ihm aber weniger zuführen. Das heißt, es wird hier, mit Ausnahme bei jüngeren Menschen oder Menschen, die kleiner sind, wird das hier bei 1000 Kilokalorien unten gedeckelt werden. Das heißt, da wird sicher gegangen, dass Sie nicht in diesen Sparmodus verfallen. Gut, dann zur Frage, wie sollen die Kalorien verteilt werden? Die optimale Verteilung ist ja 48% aus Kohlenhydrate, 48 bis 50% aus Kohlenhydrate, so viel aus Fett, so viel aus Eiweiß.
Und maximal pro Tag sind das 180 Gramm, 47 Gramm. Wie gesagt, das sind wieder unterschiedliche Zahlen bei Ihnen. Das sind so Bereiche, in denen wir versuchen sollten, dass Sie sich befinden. Und jetzt kommen wir zum Artikelsystem. Artikel, das brauchen Sie nicht, wenn Sie im Menüportal arbeiten oder sich an diese Menüvorschläge halten. Aber wenn Sie sich Ihren eigenen Ernährungsplan zusammenstellen möchten, dann sollten Sie das Artikelsystem verwenden. Und ein Artikel ist so etwas wie eine kleine Portion. Das ist von dem, was Sie am Tag essen dürfen, durch 15 kleine Teile geteilt. Ein Fünftel, ein Zwölftel sind wieder unterschiedlich von Person zu Person. Ein Zwölftel von dem, was Sie essen dürfen, als eine kleine Portion. Und so eine Portion darf maximal aus 13 Gramm Kohlenhydraten, 4 Gramm Fett, 5,6 Gramm Eiweiß oder 112 Kilokalorien bestehen. Das ist auch bei Ihnen wieder unterschiedlich. Bei Ihnen kann mehr Fett, mehr Kohlenhydrate, das kann sehr stark variieren. So, und so ein Artikel, das funktioniert so, wenn wir auf die nächste Seite gehen, hier sehen Sie die Phasen. Die Abnehmphase, ich verliere Gewicht, die Anpassungsphase Woche 1 und 2, ich esse langsam mehr und die Stabilitätsphase, ich halte mein Gewicht. Und solche Artikel, diese kleinen Portionen, die sind unterschiedliche, da haben sie unterschiedliche Mengen. In diesem Fall sind es 14 Artikel zum Abnehmen. Das heißt, ich kann mir 14 Sachen aus der Nahrungsmittelliste aussuchen. Wie viel so ein Artikel ist, sagt mir die Nahrungsmittelliste. Also einmal Spiegelei, einmal Weißbrot und einmal Orangensaft zum Frühstück. Das wären 3 Artikel. Aber wie viel davon ich essen darf, sagen mir meine Gene. Weniger vom Weißbrot, weil ich kohlenhydratempfindlich bin, mehr vom Spiegelei, weil Fett kein Problem ist zum Beispiel. Das heißt, in der Abnehmphase habe ich in diesem Fall 14 Artikel. Das heißt, ich kann mir über den Tag verteilt 14 Sachen aus der Nahrungsmittelliste aussuchen und die essen, aber wie viel von jedem Nahrungsmittel ich essen darf, sagt mir die Liste und das ist von den Genen abhängig. Und hier sehen Sie auch die empfohlenen Mahlzeiten pro Tag. So, und die Artikel werden dann einfach erhöht. Die nächste Woche 16 Artikel, die nächste Woche 18 Artikel und die Stabilitätsphase sind dann 20 Artikel. Alle kommen am Ende auf 20 Artikel, aber die Menge am Anfang ist unterschiedlich. Es kann sogar sein, dass wenn das Anfangsgewicht deutlich erhöht ist, dass hier sogar 21 Artikel stehen. Das heißt, da können sogar mehr Artikel sein und das kann sich dann reduzieren. Das liegt einfach daran, dass wenn Sie ein stark erhöhtes Körpergewicht haben, dass der Grundumsatz so viel höher ist, als wenn er später sein wird, wenn Sie Ihr Optimalgewicht haben, dass einfach am Ende trotz der Gewichtsreduktion noch mehr Artikel erlaubt sind. Das heißt, da kann mehr, kann weniger stehen. Das ist individuell auf Ihr jetziges Körpergewicht sowie Ihre Genetik zugeschnitten. Also, solange Sie zunehmen, 14 Artikel, dann 16, 18 für 2 Wochen und dann 20 für die Stabilitätsphase. Dann sollten Sie sich ausgewogen ernähren. Nur so kann das Artikelsystem richtig funktionieren und nur so werden Sie sich auch gesund ernähren. Das heißt, versuchen Sie aus diesen Kategorien, Brot oder Getreide, Backwaren, Obst, Gemüse und so weiter, eine bestimmte Anzahl an Artikeln auszuwählen. Das sehen Sie hier. Gut, ein Beispiel, so könnte ein Menü aussehen für das Frühstück. Orangensaft wäre ein Artikel, der wäre 260 Milliliter. Jetzt zeige ich Ihnen ganz kurz, wo Sie das finden. Dann müssen Sie ans hintere Ende des Booklets gehen. Hier, und in dieser Spalte Risiko für Übergewicht und Artikel sehen Sie das. Also zum Beispiel ein Artikel von Teigwaren eifrei wären 40 Gramm. Ein Artikel von Hühnerei-Eiweiß wäre 95 Gramm. Ein Artikel von Waffeln sind für meine Gene oder für diese Gene besonders ungünstig, sind nur 15 Gramm, also eine sehr kleine Portion. Während, wenn wir zum Beispiel zu Gemüsearten gehen, Johannisbeeren wäre ein Artikel 520 Gramm. Das heißt, meine Gene bestimmen, wie viel ich von einem Artikel essen darf. Das ist variabel von einer Person zur nächsten. Das wird bei Ihnen anders sein als bei Ihrer Freundin. Und da können Sie sich das jetzt aussuchen. Esse ich einen Artikel, der falsche Verteilung hat, darf ich nur eine kleine Portion essen. Nicht sehr befriedigend, nicht sehr sättigend.
esse ich einen Artikel mit der richtigen Kalorienverteilung, ist es eine Riesenportion. Und wenn Sie das richtig machen, mit 15 Artikeln, schaffen Sie es nicht mal, die 15 Artikel zu essen, weil es so viel ist. Das heißt, es geht nur darum, sich die richtigen Artikel auszusuchen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Teil. Das heißt also, suchen Sie sich 14 Artikel aus, 16, 18, 20 zum Gewicht halten und versuchen Sie sich die bunt gemischt auszuwählen. Jetzt nochmal zu diesem Bereich. Ein Beispiel Orangensaft wäre 260 Milliliter als ein Artikel, dann Apfel wäre 230 als ein weiterer Artikel, das sind jetzt schon zwei. Vollkornbrot hat die Person zweimal genommen, weil es eine kleinere Portion wäre. Das sind jetzt also vier Artikel. Und Hüttenkäse für das Brot, ein Artikel ist 68 Gramm, sind bei 5 Artikel. Also die Person hätte 5 Artikel für sein Frühstück aufgebraucht. Und so funktioniert das. Sie können sich so ihre eigenen Menüpläne zusammenstellen und haben volle Flexibilität, nur die Sachen zu essen, die sie auch mögen. So, jetzt stellt sich die Frage, wie kann dieses Artikelsystem funktionieren? Wenn ich also zum Beispiel Hähnchen habe und Hähnchen hat die falsche Verteilung für meine Gene, sehen Sie hier, falsche Verteilung, dann wird die Hähnchenmenge so weit runter reduziert, dass es eine winzige Portion ist und dann ist es egal, wenn ich das esse. Wenn es hingegen Fisch ist und es die richtige Verteilung ist für mich, wird die Portion so groß gemacht, dass ich sehr viel davon esse und das meine tägliche Ernährung dominiert. Und wenn man dann die falschen kleinen Portionen und die richtigen großen Portionen kombiniert, kommt man am Ende sehr nahe an die optimale Menge an Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß. Das heißt, das Programm macht das für Sie. Nur dadurch, dass Sie die Artikel sich aussuchen, von manchen mehr und weniger essen dürfen und wenn Sie sich an das halten, wird das Programm automatisch für Sie diese komplizierten Kalkulationen machen mit wie viel Fett, wie viel Eiweiß und so weiter darf ich am Tag essen. Gut. An dieser Stelle gibt es so ein paar Grundregeln, dürfen Sie sündigen, Hunger und Überessen und so weiter. Lesen Sie sich das einmal durch. Generell sind es Tipps für die gesunde Ernährung. Und an dieser Stelle haben Sie das Ende der Abnehmphase erreicht. Das heißt, das machen Sie jetzt so lang, wie ich es Ihnen erklärt habe, bis Sie das Ende der Abnehmphase erreicht haben und Sie das Wunschgewicht erreicht haben, das Sie haben möchten. Dann haben Sie jetzt das Glück, dass Ihr Sportprogramm weniger anstrengend wird. Es war jetzt möglicherweise relativ anstrengend. Jetzt gibt es dieselbe Tabelle noch einmal. Ich mache es noch mal größer. Jetzt sind es in dem Fall nur mal 46 Kalorien pro Tag. Das heißt, einmal pro Woche, vielleicht zweimal pro Woche Sport, weniger lang, ist vollkommen ausreichend. Sie können natürlich immer mehr machen, aber dieses leichte Sportprogramm wird dann auf langfristige Zeit helfen, dass Sie Ihr Gewicht leicht halten. Hier können Sie sich dann wieder das neue Programm zusammenstellen. So, und in der Anpassungsphase sind jetzt 16 und in der ersten Woche und 18 Artikel in der zweiten Woche erlaubt. Das heißt, wenn Sie mit dem Artikelsystem arbeiten, einfach zwei weitere Artikel reinpacken in das Tagesmenü, Woche 2 nochmal zwei mehr. Und am Ende in der Stabilitätsphase können Sie 20 Artikel essen. Das ist, wenn Sie dieses Artikelsystem im Booklet in Papierform verwenden. Wenn Sie hingegen das im Menüportal machen, da gibt es da einen Tab, da können Sie draufklicken zum Abnehmen, Anpassung Phase 1, 2 oder Gewicht halten. Und da gibt es eben auch den Knopf für Gewicht zunehmen, sollte das Ihr Ziel sein. Das heißt, in dem Menüportal haben Sie das alles, das wird alles automatisch für Sie gemacht. Wenn Sie Gewicht halten, haben Sie mehr Kalorien zur Verfügung, auch wieder in der richtigen Verteilung. Gut, dann kommt es zur Wissenschaft. Wir sind ja ein wissenschaftlicher Service, wir sind ein medizinisches Labor. Die Gene, die wir ausgewählt haben, haben wir nach medizinisch-wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt. Es ist nämlich so, dass wir bei Genetik nicht einfach nur eine neue Entdeckung machen, dieses Gen löst Fettempfindlichkeit aus und wir verwenden es sofort, sondern in der medizinischen und in der seriösen Genetik kann man dieses Wissen noch nicht verwenden. Ein Wissenschaftler sagt dann, es ist interessant, aber glaube ich nicht. Dann muss zuerst eine andere wissenschaftliche Gruppe
in einer anderen Universität, an einer anderen Population dasselbe nochmal wiederholen. Wirklich schauen, ist diese Genvariation dafür verantwortlich, dass diese Personen fettempfindlich sind. Und wenn die auch wieder auf dasselbe Ergebnis kommen und sagen, na, könnte was dran sein. Normalerweise wartet man ab, bis man 3 solche Studien hat, die zeigen, dass dieses Gen diesen Effekt hat. Und wenn das 3 gute, große und gut designte Studien sind, dann ist das wissenschaftlich gefestigt und dann kann man es wissenschaftlich verwenden. Das heißt also, das haben Sie sicher schon mal in der Zeitung gelesen, neues Gen für Alzheimer entdeckt. Bis so etwas wirklich medizinisch verwendet werden kann, müssen andere Studien das wiederholen, es müssen groß genug Studien sein und nur dann ist es auch wirklich gefestigt. Also die Wissenschaft ist ein wichtiger Faktor. Wenn es Sie interessiert, hier können Sie etwas lesen darüber, wie wir auf diese Wissenschaft kommen, welche Studien wir herangezogen haben zu dem. Es sind zu jeder Aussage mehrere Studien, also ich mache mal ganz kurz etwas größer. Die erste Frage: Menschen reagieren mit ihrem Körpergewicht unterschiedlich auf den Fettgehalt in der Nahrung. Eine positive Auswirkung der Anpassung des Fettgehalts in der Nahrung ist sinnvoll. Und dann wird so erklärt, dass in dieser Studie an 720 Probanden das herausgefunden wurde, dass dieses Gen das macht und so weiter. Und dann gibt es 16 wissenschaftliche Publikationen, die ein Forschungsprojekt gemacht haben und die auf diese Aussagen kamen. Dann geht es weiter. Menschen reagieren unterschiedlich auf Kohlenhydrate und so weiter. Also wenn es Sie interessiert, schauen Sie sich das an. Und das können Sie sich durchlesen, es ist einfach verständlich erklärt und zeigt die wissenschaftliche Basis. Was Sie auch finden, sind diese, wir nennen es Gene Science Pages. Hier sehen Sie das Gen, das ist eigentlich eher für Wissenschaftler oder Ärzte interessant, die sich die Wissenschaft dahinter anschauen wollen. Wir legen ja alles offen, wir lassen alles extern unabhängig prüfen. Auf die Art würden Interpretationsfehler unsererseits aufgedeckt werden. So achten Sie auch, wenn Sie nicht unsere Genanalysen machen, dass wirklich die Wissenschaft und die Genergebnisse offengelegt werden. Das ist ein wichtiger Aspekt für saubere wissenschaftliche Arbeit. Gut, das heißt, hier sehen Sie zum Beispiel das FAPP2-Gen. Das ist eines der Gene, das für die Fettaufnahme zum Beispiel zuständig ist. Und hier sehen Sie das Ergebnis. Wie ich vorher schon erklärt habe, es gibt GG, GA, AA. Das heißt einfach, dass auf den 2 Genen einmal ein G und einmal ein A sitzt zum Beispiel. Hier sehen Sie die Häufigkeit in der Population. Das sind 42%. Das heißt, in Europa haben 42% der Population ein GG, also fast die Hälfte. Und diese Genvariation hat keine Auswirkung auf die Fettempfindlichkeit. Hat man ein AG, das haben 51%, führt das zu erhöhter Fettempfindlichkeit. Also da ist dann der Balken schon etwas mehr in Richtung fettempfindlich. Und ein erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe. Das haben Sie auch gesehen, da gibt es diesen Balken. Und bei AA erhöhte Fettempfindlichkeit und ebenfalls erhöhtes Risiko für Fettablagerungen. Und da unten sind wieder die Studien dazu. Das heißt, hier sehen Sie auch das X, es ist in dem Fall hier, das ist das Ergebnis dieser Person. Bei Ihnen kann dieses X woanders sein. Das heißt, hier können Sie sich wirklich anschauen, was sind die Ergebnisse, was haben die für Auswirkungen, welche Alternativen hätte es gegeben und wie viele Menschen betrifft das, wie viel Prozent der Population. Hier ist das nächste Gen, hier erhöhte Fettempfindlichkeit, dann eine genetische Neigung zu Übergewicht durch CC. Hier steht Odds Ratio, OR. Das ist ein genetischer Begriff, das bedeutet ein x-faches Risiko. Ein Odds Ratio von 1 heißt ein einfaches Risiko, also das normale Risiko. Ein Odds Ratio von 2 würde heißen doppelte Risiko, also zweifache Risiko. Und in dem Fall hat ein CC ein 1,38-faches Risiko oder eine 1,38-fache Neigung zu Übergewicht, also höhere Neigung zu Übergewicht als Personen mit anderen Genen. Gut, und so geht es weiter. Hier ist der Jojo-Effekt, stärker oder schwächer. Hier, diese Genvariation hat keine Auswirkungen, Jojo-Effekt, Fettablagerungen, Muskelmasseverlust und so weiter. Also das können Sie sich alles genau durchlesen, wenn es Sie interessiert. Wenn nicht, das ist alles sehr, sehr wissenschaftlich, ist es nicht notwendig für die richtige Anwendung des Programms.
Hier finden Sie dann noch weitere Literatur. Es werden sehr viele wissenschaftliche Studien, auch Empfehlungen, Leitlinien zur gesunden Ernährung und so weiter mit eingeflossen in dieses Programm. Und wenn es Sie interessiert, hier ist die Wissenschaft dazu, eine lange Liste. So, und hier finden Sie den täglichen Ernährungsplan. Das ist so eine Seite, die können Sie sich kopieren. Das können Sie verwenden, um Ihre Artikel zu planen. Da können Sie Ihre Artikel eintragen. Also, wenn Sie das verwenden wollen, sonst können Sie es auch auf Papier machen oder, wie gesagt, auch im Menüportal. Dann gibt es hier auf dieser Seite noch eine, ich mache es etwas größer, eine Tabelle, da können Sie Ihren Erfolg messen. Das heißt, hier ist Ihr Anfangsgewicht, hier ist Ihr Zielgewicht. Sie machen einfach ein Kreuz, wo Sie sich befinden und Sie entscheiden selbst, wie oft Sie messen. Und bei jedem Messintervall machen Sie ein Kreuz und dann können Sie anhand einer Linie wirklich festhalten, wie Ihr Gewichtsverlusterfolg ist. Das wird Sie motivieren und Sie werden immer Ihr Ziel vor Augen haben, was sehr ganz wichtig ist. Das heißt, diese Seite können Sie verwenden, um das Gewicht zu verfolgen und hier unten, um Ihr Sportprogramm zu planen. Sie haben auch die optionale Möglichkeit von einem Medizinprodukt. Das sieht so aus, das ist Nutrimi Weight Management. Ein Medizinprodukt ist so ähnlich wie ein Nahrungsergänzungsmittel, nur dass es wissenschaftlich bewiesen in seiner Wirkung sein muss und registriert werden muss. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten, die wir individuell verblistern. Das Ganze sieht so aus. Es gibt so ein Blister-Kuvert und hier drinnen sehen Sie lauter kleine Compartments und in jedem einzelnen sind eine bestimmte Mischung aus bestimmten Komponenten. Die erste Komponente ist wie ein Schwamm. Das wird zusammen mit der Mahlzeit eingenommen, geht im Magen auf und absorbiert Fett, das Sie gegessen haben. Das Fett wird gebunden und wird aus dem Körper entfernt und es ist so, als hätten Sie dieses Fett bis zu 23% niemals geschluckt. Das heißt, es reduziert die Menge an Fett, die Sie aufnehmen, obwohl Sie gleich viel essen. Und die andere Komponente ist ein Enzymhemmer. Es ist so, wenn Sie Kohlenhydrate essen, langkettige, das sind lauter Zuckerstücke aneinandergereiht, muss ein Enzym, so eine kleine Schere, die erst in kleine Stücke schneiden, bevor der Körper sie aufnehmen kann. Und die zweite Komponente wird ebenfalls mit der Nahrung genommen, blockiert diese Scheren, die Enzyme, und die Zuckerstücke können nicht zerkleinert werden, die Kohlenhydrate können nicht verdaut werden und zwei Drittel der Kohlenhydrate, bis zu zwei Drittel, können dadurch ausgeschieden werden. So, jetzt bringt es natürlich nichts, die Fettabsorption zu reduzieren, wenn Fett bei Ihnen kein Problem ist für Übergewicht. Dasselbe gilt für Kohlenhydrate. Das heißt, je nach genetischer Veranlagung sind mehr vom einen oder vom anderen für Sie die richtige Mischung für den besten Erfolg. Und deswegen gibt es eine individuelle Mischung, das wird individuell für Sie hergestellt. Sie sehen hier Ihren Namen in dem Blister. Und mit jeder Mahlzeit, einmal zu Mittag und einmal zu Abend, nehmen Sie die einfach mit einem halben Liter Wasser zusammen mit der Nahrung ein. Und das wird, obwohl Sie dieselbe Menge essen, einfach die Kalorienmenge, die Ihr Körper dadurch absorbiert, deutlich reduzieren. Das heißt, es ist eine einfache Möglichkeit als Unterstützung zur Gewichtsreduktion, das zu machen. Das Ganze, dazu brauchen wir einen Rezeptcode, es ist ja nach Ihren Genen erstellt. Den Rezeptcode finden Sie hier im Programm. Den müssen Sie sich notieren, wenn Sie entweder über die Webseite oder über Ihren Betreuer das nachbestellen wollen oder Sie kontaktieren uns direkt, dann können wir mit diesem Rezeptcode das für Sie individuell zusammenstellen und Ihnen zuschicken. Das Ganze gibt es in 2 Wochen bis 12 Wochen und das können Sie natürlich auch dauerhaft nehmen zur Unterstützung. Das ist Ihnen überlassen. Also das ist Nutrimi Weight Management als Unterstützung zur Gewichtsreduktion. Gut, und jetzt kommen wir noch einmal kurz zur Nahrungsmittelliste. Hier sehen Sie grüne Balken, bedeuten, dass dieses Lebensmittel für Sie gut geeignet ist. Das heißt, Lebensmittel mit grünen Balken sollten Sie mehr essen, roten Balken eher meiden. Die restlichen Sachen, die erkläre ich Ihnen unten im nächsten, das können Sie sich einmal durchlesen. Aber schauen wir uns mal diese Nahrungsmittel etwas genauer an. Sie sehen also hier der Balken, das hier ist das Wichtigste für Sie.
grün heißt, sie können mehr davon essen, es ist gut für ihre Gene, hat die richtige Kalorienverteilung. Das heißt, diese Nahrungsmittel sind alle relativ gleich für sie. Hier gibt es schon manche, die im roten Bereich sind. Sie sehen auch, das ist rot, das sind 25 Gramm. Das ist grau, das sind 35 Gramm. Hier gibt es im grünen Bereich 45 Gramm, nur 15 Gramm. Das heißt also, die roten Balken sind die Sachen, die schlecht für sie sind. Es gibt auch Menschen, und das nicht weniger, die überhaupt sagen, das mit den Artikeln ist ja zu kompliziert. Die halten sich nur an eine Grundregel, das können sie durchaus machen. Mehr von den grünen und weniger von den roten Nahrungsmitteln oder die roten nur an einem Tag der Woche. Dadurch können sie ohne Kalorien zu zählen, ohne Sachen abzuwiegen, genau lernen, welche Nahrungsmittel gut für sie sind, welche schlecht für sie sind und ganz einfach ihre Ernährung anpassen. Und bei diesen 1100 Nahrungsmitteln findet jeder grüne Nahrungsmittel, die er gerne isst und andere, die er meiden sollte. Also das ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, damit umzugehen. Es ist noch erfolgreicher, wenn Sie sich an das Menüportal oder wirklich an das Artikelsystem halten, aber es ist durchaus eine legitime Möglichkeit, das Programm so zu verwenden. Gut, wenn Sie die Gewichtsanalyse bestellt haben und nicht die Ernährungsanalyse, dann werden Sie hier diese Fragezeichen sehen. Zum einen in der Gewichtsanalyse stellen wir die Frage, führt dieses Nahrungsmittel bei Ihnen zu Übergewicht, ja oder nein? Da können wir dann sagen, Milchprodukte führen bei Ihnen zu Übergewicht oder nicht, je nach Fett- oder Kohlenhydratgehalt. Wir haben aber noch nicht die Frage gestellt, sind Sie auch laktoseintolerant? Ist das vielleicht ein schlechtes Nahrungsmittel? Oder haben Sie ein hohes Osteoporoserisiko und brauchen das Kalzium in diesem Nahrungsmittel? Das heißt, der gesunde Aspekt, der wird durch die Ernährungsanalyse abgedeckt. Das heißt, wenn Sie die nicht mitbestellt haben, sehen Sie hier diese Fragezeichen. Es gibt auch ein Warnsymbol hier. Das heißt, dass dieses Nahrungsmittel bei Ihnen ein Problem auslösen könnte. Sie sehen hier zum Beispiel die Allergiespalte. Wenn hier ein Warnzeichen ist, bedeutet das, dass dieses Nahrungsmittel bei Ihnen eine Allergie auslösen könnte. Das ist aber nur davon abhängig, ob Sie angegeben haben, dass Sie eine bestimmte Allergie haben beim Bestellen. Also das ist Ihre Verantwortung, da auch zu prüfen, dass die Nahrungsmittel, die Sie essen, trotzdem keine Allergie auslösen. Das ist ganz wichtig. Es hilft Ihnen aber auch, Laktose zu meiden, wenn Sie laktoseintolerant sind und so weiter. Das heißt, diese Warnzeichen berücksichtigen, wenn Sie eine bestimmte Intoleranz haben. Gut, hier sehen Sie die typischen Werte pro Portion. Zum Beispiel Hühnerei ist eine typische Portion, also ein Ei 60 Gramm. Ein Ei hat 82 Gramm, ich mache etwas größer, 60 Gramm. Ein Ei hat 82 Kilogramm, 7 Gramm Eiweiß, 1 Gramm Kohlenhydrat und 6 Gramm Fett. Wir wissen aber auch, dass einige verschiedene Mikronährstoffe darin enthalten sind oder Nährstoffe. Ungesättigte Fettsäuren 3 Gramm, gesättigte Fettsäuren 1,6 Gramm, Cholesterin relativ viel 237 Milligramm, Vitamin C gar keins und so weiter. Das heißt, hier gibt es sehr viele verschiedene Stoffe, manche gut, manche schlecht, die Einfluss auf Ihre Gesundheit haben. Diese Tabelle hat wirklich nur eine Relevanz, wenn man auch die Ernährungsanalyse dazu bestellt hat, also wo es darum geht, welche Stoffe sind für mich besonders gesund oder ungesund. Für Gewichtsbestellungen ist das weniger wichtig. Das heißt, für Gewicht halten Sie sich an diese Spalte und diese Zahlen. Gut, als letztes, am Ende finden Sie noch Informationen zu unserem Kundenservice, wenn Sie Fragen haben, aber auch Informationen zu unseren Zertifizierungen. Wir sind sehr hoch zertifiziert. Zum einen befindet sich unser Labor in Österreich und Österreich hat eines der strengsten Genetikgesetze weltweit. Hier muss man eine spezifische Zulassung haben für medizinische Genanalytik. Und man wird auch vom Staat auditiert und geprüft, ob man ein bestimmtes Qualitätsstandard erreicht. Also das ist hier sehr anstrengend im Vergleich zu anderen Ländern, aber es ist natürlich ein Qualitätsmerkmal. Das ist diese Zulassung zur medizinischen Genetik vom Bundesministerium für Gesundheit in Österreich. Dann sind wir ISO 15189 zertifiziert. Das ist eine medizinische Laborzertifizierung. Das heißt, Labors haben freiwillig die Möglichkeit, diese Zertifizierung zu machen. Die werden dann auditiert, da kommen Prüfer, prüfen das ganze Labor.
sind sehr hohe Qualitätsstandards eine Voraussetzung und sehr viel Dokumentation. Und es ist ein Qualitätsmerkmal, es ist natürlich auch sehr anstrengend, diese Qualitätskriterien zu erhalten, aber wir haben uns dafür entschieden, weil es einfach sicherstellt, dass die Qualität unserer Genanalysen gesichert ist. Und dann gibt es noch andere medizinische Interpretationen und andere Zertifizierungen für medizinische Analysen, die wir machen. Und unsere Firmenleitung und das Büro ist auch ISO 9001 zertifiziert, also auch ein Qualitätsmanagement. So, und hier sehen Sie die technischen Details Ihrer Analyse, nur sollte es Sie interessieren. Hier sehen Sie die Adresse, Ihre Bestellnummer, Ihr Geburtsdatum, das Unternehmen und das Labor, das es durchgeführt hat. Der Laborleiter, in dem Fall bin das ich, die Freigabe Ihrer Untersuchungsergebnisse, die Analysemethode, die verwendet wurde, die Detektionsrate ist weit über 99%, der Probentyp, der Wangenabstrich, den wir verwendet haben und auch die Analysezeiten, Probeneingang, abgeschlossen und so weiter. Und das ist das Ende des Programmes. Wie gesagt, Sie können nur die rot-grünen Balken befolgen, Sie können das Menüportal verwenden, Sie können die vorgefertigten Tagesmenüs verwenden. Es gibt auch ein Rezeptbuch, das mehr dieser Tagesmenüs, etwa 40 Stück und etwa 100 richtige Rezepte auf Ihre Gene anpasst. Das heißt, Sie haben verschiedene Möglichkeiten, diese Ernährungsempfehlungen zu befolgen und das Beste aus diesen